Willkommen zurück bei Butterbrötchen, Freunde. Heute habe ich was sehr Traditionelles für euch vorbereitet, nämlich ein Minz-Auberginen-Gericht mit Kaschk namens Kaschke Bademjan. Dabei ist Kaschk ein quarkähnliches Milchprodukt, was viel intensiver schmeckt, aber ersatzweise nehmen wir Quark oder, wenn ihr Zugang habt, auch gerne natürlich Kaschk. Und jetzt let's go! Die Auberginenscheiben braten wir in einer Pfanne mit wenig Öl auf niedriger Stufe an, denn Auberginen ziehen Öl wie Schwämme. Wenn wir damit durch sind, braten wir in derselben Pfanne unsere Zwiebeln goldbraun an, geben Knoblauch, Adviergewürz, Salz und Pfeffer dazu, drehen dann die Hitze ab, bevor wir die getrocknete Minze dazugeben. Denn getrocknete Minze brennt sehr schnell an und schmeckt dann dadurch sehr bitter. In einem Topf geben wir dann die Auberginenscheiben, etwas Wasser dazu und obendrauf die Minzzwiebelmischung. Geben anschließend einen Deckel drauf und lassen das Ganze köcheln auf mittlerer Stufe. Zwischendurch rühren in Kreisbewegungen, bis sich diese Auberginen-Zwiebel-Minzmasse sehr gleichmäßig miteinander vermengt hat. Serviert wird Kaschke Bademjan mit Kaschk bzw. Quark, Walnüssen und Brot und wahlweise auch Zwiebeln, denn wir essen sehr gerne Zwiebeln zu diesem Gericht. Und auch noch gerne etwas gebratene Minze zusätzlich. Das habe ich bei einem anderen Gericht schon mal gezeigt, das verlinke ich euch oben. Ansonsten alle Mengenangaben wie immer unten in der Infobox zu finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert mich und kommentiert gerne fleißig unter meinen Videos und lasst mir eure Wünsche und Anmerkungen da. Bis zum nächsten Video. Ciao!